Maleski, habe am 18.07.2004 Geburtstag und mein größtes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024. Das Besondere am Bundesstützpunkt in Chemnitz ist, dass wir eine sehr enge Verzahnung von Sportgymnasium, Sportoberschule, Internat, Trainingsstätte und Olympiastützpunkt haben. Wir haben das alles auf einem Gelände und es ist alles sehr nah und fußläufig zu erreichen. Nächste Woche schreiben wir Chemie, Klassenarbeit. Mega. Ich freue mich auch, aber nächste Woche halt Bio-Klausur zu schreiben beim Lehrgang. Ich schreibe Mathe-Klassenarbeit. Einfach die Schule mit zum Lehrgang. Ich würde lieber Englisch schreiben. Ganz klares Ding. Guten Morgen. Time to start. Also bei mir ist es so, ich bin ja jetzt schon fast 6 Jahre hier. Gott, wenn ich mir das so sage, dann ist es so lange schon. So das erste Jahr, wo ich im Internat war, war schon schwierig. Da war ich auch 12 und klar habe ich da meine Familie vermisst. Also ich vermisse immer noch zwischendurch meine Familie. Wir haben so einen getakteten Tagesrhythmus, dass man eigentlich gar keine Zeit hat, daran zu denken. Meistens dann abends, wenn man halt, wenn der Tag vorbei ist und man im Bett liegt, dann denkt man halt schon oft darüber nach und kriegt auch Heimweh. Aber es legt sich mit der Zeit immer. Also ich glaube, bei mir ist es noch ein bisschen schlimmer, weil ich halt vor kurzem erst gekommen bin und es halt komplett anders ist. Man muss einfach alleine klarkommen und ich finde es aber trotzdem cool, dass man jetzt so selbstständiger sein kann. Aber man vermisst schon die ganze Familie und Freunde vor allem. Aber wie Emma schon gesagt hat, durch das Training und die Struktur vergisst man das schnell. Ich vermisse nichts. Klar, im jugendlichen Alter macht man andere Sachen als wir jetzt in unserem Alter. Aber ich kenne das nicht anders und ich finde mein, wie soll ich sagen, also ich finde, wie ich das mache, wie ich das, wie mein Tag abläuft und meine Woche ist halt nicht normal, wie ein normaler Alltag bei Jugendlichen. Aber für mich ist er gut. Ich habe den Fokus auf meinen Sport und also ich vermisse wirklich nichts. Heute ist Donnerstag. Es gibt auf jeden Fall Döner-Teller und Nudeln. Aber was es noch gibt, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt in die Schule rein. Ja, ein bisschen unangenehm. Ist nicht sehr viel. Aber die kennen das schon von mir. Es ist eine kleinere Schule, da es ja nur Sportler sind. Und man kennt sich auf jeden Fall vom Sehen, vom Internat, von den Klassen. Also man redet auch sehr viel und eigentlich weiß auch jede Sportart über die andere Sportart Bescheid, was sie gewonnen haben, wie weit sie sind und was für Wettkämpfe anstehen oder Spiele. Ja, es ist schon sehr cool und man hat auch Freunde aus verschiedenen Sportarten und man unterhält sich halt dann auch und lernt die andere Sportart noch besser kennen, als man sie halt im Fernsehen sieht. Also wir haben ab und zu Meetings mit Ernährungsberatungen, Beratern. Dann haben wir im Internat ab und zu jetzt so Sitzungen gehabt, wo jemand gekommen ist von einer Reha, wo wir dann zusammen gekocht haben, wo die dann auch noch mal viel dazu gesagt haben. Es ist halt schwer, weil wir auf die Mensa angewiesen sind, aber wir kriegen halt trotzdem die ganzen Meetings, wo wir viel darüber gesagt bekommen, wie wir uns am besten ernähren, wie wir am besten Energie bekommen fürs Training. Ja, also ich fahre jedes Wochenende nach Hause, das heißt, ich sehe meine Familie immer eigentlich und deshalb ist es auch nicht so schwer, jetzt im Nah zu sein oder so.
Wir sind gerade im Gruppenraum und da frühstücken wir auch jeden Morgen zusammen. Und ich mache mir auch jeden Morgen einen Kaffee und meistens, wenn ich Mittagszeit habe, auch noch mittags ein. Genau, weil bringt mir auch ein bisschen Energie. Also meistens funktioniert das nicht mit Mittagsschlaf. Also ich würde gerne Mittagsschlaf machen, aber wir haben Mittagsschule und dann gehen wir direkt von der Schule zum Training. Deswegen wird das, geht das meistens nicht. Der Kühlschrank, das ist auch ganz lustig. Nicht erschrecken, aber der sieht so aus. Also jeder Schüler oder Internatsbewohner hat so ein Fach mit einem Schloss, dass halt keiner deine Sachen klauen kann. Jeder hat auch, also hier ist mein Fach. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so aufgeräumt, aber da sind dann so Sachen drin. Meistens, wenn ein Fußballspiel ist oder irgendwas im Fernsehen guckt, sitzen wir dann hier alle zusammen und gucken was im Fernsehen. Es gibt 9 Gruppen hier im Internat und wir sind die Gruppe 9. Und bei uns sind Fußballer, Boxer, Ringer und Turner in der Gruppe. Also wir sind aufgeteilt. In der Gruppe 8 sind auch Fußballer, Ringer. Also es ist so ein bisschen durchgemischt, was ich eigentlich auch gut finde. Da lernt man sich halt auch gegenseitig noch kennen. Und die Fußballer hier auf der Etage kenne ich auch schon seit 4 Jahren. Und die verstehen uns auch richtig gut, sind auch befreundet. Und abends chillen wir dann hier und reden über unseren Tag. Hier an der Wand sind dann auch ganz viele Informationen. Und das ist auch sehr lustig hier. Das ist Bewertung der Zimmerkontrollen. Und da steht dann dein Zimmer. Und dann wird dein Zimmer jeden Morgen kontrolliert, ob das aufgeräumt ist. Und dann gibt es halt grün, gelb, rot. Und bei rot sieht dein Zimmer halt aus, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre. Und grün ist dann ordentlich. Ist auch irgendwie richtig lustig, finde ich. Ich habe immer grün. Ich hätte noch nie rot. Ich glaube sogar, wenn das öfters hintereinander rot ist, dann müssen deine Eltern kommen oder irgendwie sowas. Also es ist schon relativ streng. Die WGs bestehen aus 2 Zimmern und ein Bad, wo sich 4 Leute normalerweise ein Zimmer teilen, also 2 Leute ein Zimmer teilen und 4 Leute die WG. Bei mir ist es so, ich habe ein Einzelzimmer und Lea hat ein Einzelzimmer. Normalerweise würden dann hier noch so 2 Leute stehen. Aber wir haben Glück, dass wir ein Einzelzimmer haben und sind wir auch sehr froh drüber. Ich zeige euch jetzt mein Internatszimmer. Ich habe ein Einzelzimmer und so habe ich das eingerichtet. Genau. Hier sind, das ist meine Lieblingswand mit Fotos. Da sind viele Erinnerungen und Wettkämpfe, aber auch Freunde und Urlaube drauf und mein Traumfänger. Hier mein Lieblingszeug, kann man sagen. Also meine Goldmedaille, Bronzemedaille und das Team finde ich sehr schön. Und ja, genau, hier habe ich ein paar Schulsachen. Da oben habe ich auch eine Auszeichnung wegen der Europameisterschaft. Hier sind noch ein paar Bilder. Genau, hier sind auch viele Auszeichnungen oder Andenken dabei. Hier ist mein Jahresplan von diesem Jahr. Mein Stundenplan, Information und hier schreibe ich mir auch gerne an die Tafel, wann ich wann eine Klausur schreibe oder einen Test oder wichtige Sachen. Und das ist ein Plakat, das hat das Internat für mich gemacht. Als ich von München zurückkam, hing das vorne an dem Eingang und das haben die mir jetzt geschenkt und das hängt auch hier. Und ich besitze auch Kuscheltiere, das hat bestimmt jeder und ich finde es cool. Schämt euch nicht. Hier ist Leas Zimmer. Da können wir jetzt aber auch gerade nicht reingehen, da gehen wir auch nicht rein. Sie ist auch gerade nicht hier. Und hier ist auch so ein Zettel, das hängen wir uns an die Tür, wenn wir ausschlafen können. Weil die Betreuer kommen jeden Morgen so um 7 oder so oder auch manchmal früher ins Zimmer. Falls du nämlich verschlafen hast, dass du trotzdem noch aufwachst und in die Schule gehen kannst. Genau, wenn du halt ausschlafen kannst, ist so ein Zettel an der Wand.
Und jetzt gehen wir ins Bad, das teilen wir uns, also Lea und ich. Und bei uns sieht es so aus. Also, ja. Normalerweise hat jeder zwei Fächer. Lea und ich haben jeweils vier. Und da sind dann halt ein paar Kosmetiksachen drin. Schmuck und zwei Waschbecken. Eins für Lea, eins für mich. Und ich mache mir uns morgen fertig. Morgens fertig, genau. Also ich telefoniere mit meinen Eltern generell jeden zweiten Tag. Meine Mom rufe ich wirklich jeden zweiten Tag an und ja, berichte ihr, wie mein Tag gelaufen ist oder wie das Training war. Genau, also früher habe ich sie jeden Tag angerufen oder auch öfters mal am Tag, aber mittlerweile dann jeden zweiten Tag oder wenn irgendwas Wichtiges ist, rufe ich sie natürlich auch zwischendurch mal an. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Abonniert den YouTube-Kanal vom DTB und verpasst keine Folge.